Zack. Das Altalhöhen. So. Scheint wohl der richtige Ort zu sein. Mal rein, mal gucken. Hey, was willst du hier, Jungs? Wo seid ihr? Ich brauche Hilfe. Schon am richtigen Ort. Jetzt nur der Musik nachzuurteilen. Wo bist du denn? Ah, du bist der Kopfgeldjäger sein. Du musst der Kopfgeldjäger sein, den Madame Miau Miau gesandt hat, um den Köter zu retten. Du wolltest erstmal dich retten. Dreh ich mal um. Der eine Schlag noch, ernsthaft. Oh gut, wir brauchen echt ein Glas. Und gerät dann ein furchterregendes Vieh. Gut, perfekt. Wir helfen erstmal den kleinen Leuten, bevor wir uns helfen können. Ich glaube, das wird uns das ganze Spiel hier mitteilen. Das finde ich auch okay. So handle ich auch so schon, ne? Da ist ein furchterflößendes Tier, was du da bei dir hast. Vergiss nicht das Musikinstrument im Schleimsumpf. Ja. Gut, ja, noch mehr zwei. Jetzt werde ich es wohl nicht vergessen. Und guck mal, da ist der Schleimsumpf. Aber wir können diese Steine zurückholen. Also müssen wir jetzt hier rüber. Warum hat er das nicht vorher gemacht? Anscheinend wollte er sich vorher nicht wehren, damit ich ihn helfen muss. Das fand ich jetzt bescheiden. Uff, Graben? Meint er diesen Graben oder meint er Graben? Er hat Graben quasi groß gesagt, ne? Okay. Wenn ihr das Spiel zum ersten Mal spielt und ihr wirklich nicht wisst, wo ihr lang müsst, dieser Baum enthält ein Telefon, ich kann es euch nochmal zeigen. Und dieser Baum, also dieses Telefon, hängt mit einem anderen Charakter zusammen, der die Tipps gibt. Ich kann euch den Charakter gleich mal zeigen, wer das ist. Das ist nämlich ein älterer Herr, da wo diese Frau auch, ich glaube, im Besen geschwungen hat. So, weg ist es. Wie ihr gesehen habt, ihr könntet damit jetzt mit eurem Schwert nichts anhaben. So. Dankeschön. Das ist ein Teil der Macht erhalten. Spürst du die Energie? So. 50 Rubine. Gern mit. Können wir gleich nochmal gut gebrauchen. So, jetzt heißt. Aber in den Tempel rein. Ich glaube, damit ist das stille Gebäude gemeint. Ich? In Grotte. Kein Schlüssel, kein gar nichts. Okay.
Hallo. Nicht immer wegspringen. Und jetzt ist da links. Da unten. Nein. Erstmal geradeaus weiter. Aber der Schnabel würde, also wenn wir den Schnabel hätten, würde uns das einen Tipp geben, dass genau das tut, was ich da ist, glaube ich, ein Schlüssel drin, meine ich zumindest. Ja, ein Schlüssel, passt doch perfekt. Wenn kein Schlüssel hat, damit lässt sich fast jedes Schloss öffnen. Es gibt einen Tempel hier im Spiel, wo du viele Schlüssel bekommst. Und ich glaube, das ist sogar dieser Tempel hier. Mach eine Truhe. Die Truhe ist dafür, damit wir nicht einfach geradeaus durchgehen. Der dritte Schlüssel. Jetzt können wir eigentlich wieder zurückgehen. Ich glaube, das mache ich sogar mal. Brauche ich den vierten und letzten Schlüssel, der übrigens zu viel ist da. Oder ich glaube, es sind sogar fünf Schlüssel, die ihr hier kriegt. Im Spiel. Ja. War dumm. Weil haben wir keine Fernkampfwaffe wie ein Bogen oder Pfeil oder so. Pfeil und Bogen, Entschuldigung. Oder Bumerang. Warte mal ganz kurz, bis das Ding hier die Runde gedreht hat. Warte mal kurz darauf. Bin ich hier da. Ups. Ja. Und es ging gerade in den Schnabel. Für die Tipps auf jeden Fall schon mal. Ich dachte, vielleicht kriegen wir da irgendwie Kompass, aber. Okay. Gut. Noch ein halbes Leben. Das Spiel ohne Tod überleben. Den können wir, wenn ich jetzt aufpasse. Ja. Besser hier als beim ersten Anlauf, den ich hatte. Ich glaube, ich bin dreimal beim Moldorm gestorben. Moldorm, ne? Auf jeden Fall bin ich da irgendwie dreimal gestorben. Weil nicht immer so super ist. Gut. Ist auch komisch, dass wir mit drei Herzen beim zweiten Tempel starten, nicht mit vier Herzen. Dass sich irgendwie diese Standardgeschichte nicht quasi um einen erhöht, ist schon ein bisschen komisch. Aber gut. Aber das ist ein Mimik. Irgendwann aus dem Mario-Universum, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er dasselbe macht. Also es sieht aus wie ein weiterer Mario-Charakter neben den Goombas natürlich. Wir noch einen dritten Mario-Charakter hier treffen. Hier kriegen wir den Kompass. Okay, schon mal besser als nichts. Ich weiß nicht, ob die wirklich für 100% notwendig sind. Ja. Wir kennen die Funktion jetzt eines Kompass. Und ich finde es schade, dass es nicht mit Learning by Doing gemacht wird, wie bei Breath of the Wild. Hier müssen wir noch nicht längs. Müssen wir da längs. Zack. Gehen wir hier rüber. Ein bisschen zu früh gesprungen. Wieder nur 1,5 Leben. Aber gut, Mimics. Und eben schnell so. Könnte sogar beide bekommen, wenn man es richtig anstellt, aber. Ihr wisst das ja bei mir, dass es sich immer mit richtigen Dingen zugeht bei mir. Also. Und mit Stachis. Jetzt. Der offen geht. Ey. Ich dachte, ich hätte so ein super Schild, aber. Boah. Was jetzt hier erstmal? Das würde uns auch übrigens. Zeige euch, bevor ich dumme Behauptung aufstelle. Wenn das Motiv auf dem Boden gleich ist, wird sich ein neuer Weg auftun.
darum zu stehen, wo das Ding eigentlich hingeht, ist doch schon wieder... Ah, klappt's, wie ich will? Okay, jetzt klappt's, wie ich will. Ich hab auch keinen Schlüssel mehr. Wir können auf dem Weg zurück, glaube ich, einen Schlüssel ergattern. Okay, hier haben wir wieder nur ein Leben übrig. Schade. Hilfreich. So, hier kommen wir jetzt zum Hinox. Nein, wirf uns doch nicht weg, Mann. Wirft uns wieder durch die Gegend. Kann ich ihn überleben? Ja, bin ich glaube ich wieder so doof, ne? Es ist noch gerade so gut gegangen. Zumindest eine Fee. Die uns mal eben schnell hält. Wäre glaube ich besser gewesen. War doch noch so geschafft. Das hätte uns übrigens, glaube ich, wieder eine Eule gesagt. Obwohl, dass hier Eulen quasi unser Guide hier sind, quasi wie mit Sarasala. Hier brauchen wir jetzt den Schlüssel, den ich mir vorher nicht gegönnt habe. Schade, schade, Schokolade. Ich finde cool, dass das auf dem Boden quasi ein Auge darstellt, wie beim Hinox. So, was gibt's eigentlich hier noch drin? Ich meine sogar... Ach ja, nee, können wir noch nicht aufheben. Dumm, 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 dumm. Oh. Hier warte ich nochmal ab. Wir müssen den Schlüssel eben gaunern und wieder zurück. Übrigens war deswegen der Kompass da, wegen dem Schlüssel. Und nichts anderem. Aua, warum? Es fühlt sich an, als hätte ich das Spiel auf Feldmodus gespielt, weil beim ersten Durchgang, den ich so hatte, wieder dumm, das sieht noch schwerer aus als schwer. Warte, das sieht noch schwerer als schwer aus. Im Moment reicht deine Kraft dafür nicht aus. Im ersten Durchgang habe ich alle einfach so weggeschmissen und hab mir gedacht, komm, ich gebe einfach jetzt mal, ich sag mal, gut deutschen Fick. Und jetzt lose ich halt mega ab. Beispielsweise da. Ich frage jetzt aber an der... Erst die langohrige Kreatur, zuletzt den Schädelritter. Wenn uns das weiterhilft. Ich frage mich, warum wir den Tempel noch nicht mal verlassen haben. Wir haben es, glaube ich, durch den Tempel teleportiert. Ich glaube... Das hat irgendwie wieder ausgelöst, dass der Kollege respawned ist. Okay. Ist gut, dass wenn wir quasi beide schlagen. Weg sind sie. Wir treffen noch einen Mario-Charakter. Also Mario-Mob aus den Mario-Spielen hier. Ich weiß nicht, warum die hier reingepackt wurden. Ich glaube, das hat... Gründe, die wir später erfahren werden. Du hast das Kraftarmband erhalten. Damit kannst du endlich Steine und Kugel hochheben. Ich glaube, Schädel können wir damit nicht hochheben. So, und 20 Rubine, die nehme ich gern mit. Könnte man sich auch nochmal das am Anfang schnappen. Ach, warum? Alter, dieses Spiel mag mich einfach, glaube ich, nicht. Na gut, kann ich verstehen, dass er mich nicht mag. Hey. Wenn ich jetzt wieder drauf gehe, ne, dann habe ich keinen Bock mehr aufs Let's Play. Nein, war dann natürlich Spaß. Ich glaube, ich mache die Let's Play-Folgen irgendwie 20 Minuten lang oder sowas in der Richtung, je nachdem, wie es gerade passt. Du hast 50 Rubine erhalten.
Ja, bekommen gleich sowieso nochmal 3 Herzen dazu, hoffentlich. Falls uns nicht die Fledermäuse wieder erwischen vorher, aber ich glaube nicht.